schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Chaos Computer Club Stuttgart. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder in der Stadtbibliothek sein können mit unserem Vortrag, diesmal in Zusammenarbeit mit dem Scheck. Und ja, damit die drei Herren genug Zeit haben, höre ich jetzt auch schon gleich auf und wir davon. Ja, hallo erstmal. Willkommen zu unserem Vortrag über Hackerspace Global Grid und Constellation. Wir sind Armin, Hades und Andreas. Und wir fangen jetzt mal in der ersten Hälfte an, euch ein bisschen was über Hackerspace Global Grid zu erzählen. Und danach übernimmt Andreas und erzählt euch was über Constellation. So, zu aller gutem ersten Anfang. Mal die grobe Übersicht, was ist denn Hackerspace Global Grid? Kleiner Kaviat voraus, es ist ein sehr technisches Thema, aber wir halten es ziemlich oberflächlich. Also wer dann was Technisches wissen will, kann gerne im Anschluss, bleiben wir noch ein bisschen da, auf uns zukommen. So, erstmal zur Geschichte. Alles hat angefangen, als Nick Farr, Lars Weiler und Jens Ohlig auf dem Chaos Communication Congress, Camp, 2011, letztes Jahr im August, gemeint haben, sie rufen jetzt ein Hacker-Space-Programm aus. Mit dem ambitionierten Ziel, in 23 Jahren einen Hacker auf den Mond zu schießen. Wir saßen da gerade im ICE nach Berlin und fanden das super bescheuert und dachten uns, das ist cool, lass uns mitmachen. Nochmal eine kleine Warnung, also HGG ist nicht das Hacker-Space-Programm, wir sind einfach ein Teil auf dem Weg dahin. So, wir haben uns dann überlegt, was will man denn bei so einem großen Projekt machen, also haben wir es mal eingeteilt in die kurzzeitige Aussicht. Wir wollten erstmal verstehen, wie funktioniert denn Satellitenkommunikation. Dann haben wir gedacht, wir bauen was auf, mit dem wir Satellitenkommunikation empfangen können. Und wir wollen das einfach machen, also so, dass jeder Hackerspace das nachbauen kann. Und alle Hackerspaces, das heißt, es ist global. Und wir wollen es dann noch vernetzen und eben ein Grid draus bauen. Und dann haben wir das Hackerspace Global Grid. Auf lange Sicht steht dann noch die Überlegung an, auch mal zu schauen, ob wir auch was senden können. Also das ist auch legal möglich in Amateurfunkbändern. Gibt es auch Amateurfunksatelliten. Und dann schauen wir mal. Dann, ungefähr einen Monat, nachdem wir uns da mal gebrainstormt haben und da nicht viel passiert ist, kam Andreas auf uns zu und Andreas arbeitet am Constellation-Projekt. Constellation, erzählt noch ein bisschen dazu, hat relativ große Parallelen zu unserem verteilten Bodenstationsansatz. Also dachten wir, ja, können wir zusammenarbeiten. Dann haben wir ein bisschen rumgewerkelt, ein paar Proof of Concepts gemacht, so wie funktioniert das mit Signalempfang, wie kann man das verarbeiten und so weiter. Dann hatten wir schon ein bisschen was und dachten uns, ja, 3 bis 5 Leute könnten noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, weil zu dritt ist es ein bisschen langweilig und auch viel Arbeit. Also haben wir für den Chaos Communication Congress über die Weihnachtsfeiertage in Berlin jedes Jahr einen Talk eingereicht. Der war betitelt mit einem Call to Arms, also eine Rufe nach Hilfe. Und das Pressefeedback war interessant. Also die Stuttgarter Zeitung hat uns interviewt. Den hat vielleicht jemand gesehen, war eine komplette Seite. Hacker aus Stuttgart mit dem Lötkolben ins Weltall. Ist schon leicht dramatisiert, aber im Rahmen. Dann kommt Golem und meint Hacking im Weltraum, Hacker arbeiten an eigenem Satellitennetzwerk. So war es noch nicht ganz gedacht. Dann kommt eine englische Zeitschrift und meint, Hackers send Internet into space. Sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Dann kommt die BBC, Hackers plan space satellites to combat censorship. Das ist irgendwie passiert, weil Nick Farr, der am Anfang auch die Idee hatte, auf dem Kongress nichts Besseres zu tun hatte, im Kontext von Hackerspace Global Grid auch die ganze Netzzensursache mit SOPA, was gerade sehr heiß am Aufkochen war, zu erwähnen. Und die Presse fand das natürlich super und hat es dann mal zusammengematscht. Was dann im Endeffekt in diesem Artikel geändert hat,
Hacking Concept Conjures Vision of Space-Borne Sopa Wars. Da wurden wir dann dargestellt als eine Vigilante-Terroristengruppe, die alles im Netz übernimmt und ein unzensierbares Internet über Satelliten baut. Die Kommentare auf diversen Webseiten waren auch sehr interessant. Also das war von, ihr seid bescheuert, das ist super cool, bis hin zu, jemand muss die Leute umbringen. Wir sehen das als Bestätigung. Ja. Das Hackerspace Program hat auch zum Ziel, eben Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen. Hackerspace Global Grid arbeitet da auf ganz unterstem Level dran. Also wir wollen erstmal hier auf dem Boden bleiben, keine Satelliten hochschicken, nur mal schauen, wie das mit der Kommunikation funktioniert, weil das braucht man später. Egal, ob es funktioniert oder nicht, man braucht es. So, genau. Wir bauen aktuell kein alternatives Internet und ja, wir machen die Plattform. So, dann machst du nachher die Hardware? Mache ich das noch? Ja. Kurze Erklärung. Unsere Idee, wir bauen ein sehr modulares System auf, aus vielen kleinen Komponenten. Das macht die Sache einfacher zu entwickeln, einfacher zu erweitern und einfacher zu verbessern. Dann muss das Ganze auch hochgenau sein, also besser als 1 plus minus 100, weil eins, was sehr früh aufgetaucht ist bei uns, war, was braucht man auf so einer verteilten Bodenstation? Man braucht natürlich genaue Zeit über alle Bodenstationen, um Laufzeitmessungen zu machen und überhaupt sagen zu können, um wie viel Uhr genau so ein Signal da ankam. Und wir reden da von Lichtgeschwindigkeit für Funksignale und da sind dann halt 10 Millisekunden schon mal irgendwie 300 Meter. Also muss es genau sein, oder? Waren 300 Meter? Mikrosekunden. Ja, 300 Mikrosekunden waren 300. Ja, okay. Ja, es ist schnell. Also dachten wir uns, das Normale, was man so an Timing hat, ist so sekundengenau, das ist super langweilig. Wir fangen mal mit 100 Nanosekunden an. Ist ein bisschen interessanter und wir bereiten das System mal vor, um auf kranke Levels nochmal Faktor 10 bis 100 hoch zu skalieren. Faktor 100 könnte sportlich werden. Ja, was machen wir damit? Wir wollen Sachen messen. Flugzeuge kann man messen, Satelliten, Hintergrundstrahlung, vielleicht auch einfach nur die Temperatur. Wir wollen dann daraus ein verteiltes System bauen, also viele, viele einfache Messstationen, die untereinander vernetzt sind und dann auch geokodierte Daten anbieten. Das heißt, wir haben viele Bodenstationen, die zum Beispiel messen, welche Flugzeuge gerade in welchem Flugkorridor in welche Richtung fliegen oder welcher Satellit gerade vorbeigekommen ist oder wie hoch die Hintergrundstrahlung ist. Und wenn irgendwas passiert, hat man ganz, ganz viele Informationsquellen mit ganz genauem Zeitstempel und kann dann rückverfolgen, was denn wirklich passiert ist. Das Ganze soll natürlich auch sehr einfach zu benutzen sein. Idealerweise, dass man sich komplett selber zusammenbauen kann. Etwas realistischer wird sein, man baut ein fertiges Kit zusammen. Da ist dann zum Beispiel die Platine schon mit drin und Bauteile. Oder es gibt die faule Variante, man kauft sich das Ding einfach, steckt es ein, startet es und vergisst es. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, wer macht denn so einen Scheiß? Es sind wirklich nur ein paar Leute. Armin und ich und Tim hier vorne, wir schrauben gerade hauptsächlich an der Hardware. Jetzt kommt dann bald noch ein bisschen Software dazu. Andreas hier macht den Constellation-Teil vom Projekt, was nachher HGG benutzen wird. Dann haben wir noch ein bisschen Hilfe internationaler Natur. Die arbeiten gerade auch hauptsächlich an Softwareproblemen, die im Zusammenhang mit Constellation stehen. Es gibt hier keine Firma, die dahinter steht und auch keine Regierung. Es ist einfach nur von Hackern für jeden. So, und jetzt kann euch Armin ein bisschen was dazu sagen, was wir tatsächlich schon gemacht haben. Ja, also genau. Also wir sind ja relativ naiv rangegangen. Wir haben uns gesagt, das ist cool, lass mal was rausgreifen, was wir auch so stemmen können als die kleine Gruppe, die wir sind. Und
Zuerst mal dachten wir, da das ja alles Open Source werden soll, soll es natürlich auch gut dokumentiert sein. Und es gibt eine Menge Dokumentationen, zum Beispiel von Amateurfunkern, Funkamateuren, Entschuldigung. Es gibt die Leute, die Amateurfunksatelliten bauen. Und es gibt etliche Hacker und Maker, die schon mal irgendwas im Bereich Hochfrequenztechnik oder so gebaut haben. Also haben wir uns überlegt, wir sammeln mal Informationen, die man da brauchen muss und gucken, dass wir die anständig wieder veröffentlichen und sammeln und ordnen. Denn es ist nicht immer so, dass die Sachen wirklich gut oder schön dokumentiert sind und das nochmal mit besserem Kontext zu haben, das ist toll. Genau, dann also dokumentieren wir alles, was wir finden und was wir gelernt haben und was wir gemacht haben. Und diese Basics, die einfachen Sachen, die wir jetzt da lernen müssen, ist einmal das Design von Platinen, die halt den Anforderungen von so einem Projekt genügen, gerade bei den Zeitvorgaben, also 100 Nanosekunden, die Programmierung von FPGAs, die Programmierung von Mikrocontrollern und das Design von Antennen, mit denen man dann überhaupt irgendwas empfangen kann. Wie gesagt, wir machen alles Open Source. Man kann unseren kompletten Progress im Internet finden. Alles, was es an Dateien und Quellcode gibt, ist auf GitHub unter dieser URL. Der ist so aktuell, dass der gerade gezeigte Vortrag da auch schon ist. Und wir haben unter hgg.aero ein Wiki, in dem auch alles, was wir da so tun und was wir so gefunden haben, dokumentiert und aufgeschrieben wird. Ja, wichtig ist uns, also weil es ist ja Open Source, dass auch die ganzen Ergebnisse, die wir von diesen Messungen dann erhalten, von diesem riesengroßen Sensornetz auch veröffentlicht werden können. Also sprich, man kann nachprüfen, was so passiert. Man muss sich nicht irgendwas in den Nachrichten anhören, man kann es immer kontrollieren. Und was auch für viele andere Projekte, mit denen wir schon im Kontakt stehen, wichtig ist, ist, dass sie unsere Plattform nutzen können, um ihre eigenen Messkarten, ihre eigenen Messstationen damit aufzubauen und auszurüsten. Ja, Anwendungen, die möglich sind, Gregor hat es schon gesagt, Constellation, da wird uns nachher der Andreas was dazu erzählen. Was? Ja, da ist eines der Ziele zum Beispiel Amateurfunksatelliten oder von irgendwelchen Leuten irgendwie ins Weltall beförderte Satelliten zu finden, zu tracken und was? Das wird halt über Pseudo-Ranging gemacht, ja. Was so eine Art Rückwärtslaufzeitmessung von empfangenen Funksignalen ist. Deswegen auch das Requirement für die hochgenaue Timing. So. Und das werde ich nachher noch ein bisschen näher erklären. Ich habe es falsch gelesen, sorry. genau, und sobald wir mal ein paar dieser Bodenstationen praktisch laufen haben, dann werden auf einmal die Möglichkeiten, die man hat, einfach endlos. Wir könnten zum Beispiel Hintergrundstrahlung messen, wir können einfach Veränderungen der Umwelt messen, wir können einfach sehr genau die Zeit messen, viel genauer als man das jetzt so von der Funkuhr zu Hause kennt. Wir können damit auch Assisted GPS machen, was ja hin und wieder auch ganz cool ist zu haben. Also wir haben dann im Endeffekt viele, viele Bodenstationen und wenn man genau weiß, wo die Bodenstationen stehen, kann man die gegen geodätische, also Karteninformationen aufmessen und hat dann in Echtzeit sozusagen die GPS-Position, die natürlich über Mittelung ziemlich genau wird irgendwann, plus eine offiziell kartografisch aufgemessene Position und kann das immer vergleichen. Das heißt, dadurch kann man dann sehr genau in einem lokalen Umfeld um die Stationen rum Assisted GPS machen und dadurch sehr genau irgendwelche Sachen aufnehmen. Also indem man quasi die Fehler, die das GPS-Signal quasi enthält, was ja dann irgendwie beabsichtigt ist, wieder nicht rausrechnen mehr. Kann. Nicht mehr, also die Fehler im GPS sind nicht mehr drin, aber es ist dann trotzdem erheblich genauer. Ja.
und es gibt noch viele andere Zwecke. So, unser Status, also was wir alles schon haben. Wir haben spezifiziert, wie denn diese Module aussehen sollen, was da, wie sie funktionieren sollen, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Wir haben, ja, wie man das aus dem Computer kennt, weiß ich zu Hause, es gibt eine Backplane, da werden diese Module als Karten aufgesteckt. Wir haben uns für einen PCI Express ähnlichen Stecker, also Vierfachstecker PCI Express entschlossen. Wir haben da zwei Kommunikationskanäle für Datenübertragung drauf und wir haben noch einen Bus für die Übertragung von diesem Zeitsignal, was von einem der Module kommt. Und jedes Modul enthält Kalibrationsdaten, um halt seine eigenen irgendwie Ungenauigkeiten oder herstellungsspezifischen Fehler rausrechnen zu können. Und diese Backplane, Friendship, die sieht so aus. Da sind auch schon auf dem oberen Bild ein paar Karten reingesteckt. Also ja, gerade noch Dummies, die sind noch nicht belötet. Und auf dem unteren Bild sieht man die Rückseite. Das hat jetzt vier Module. Eins davon, das ist das vordere mit dem blauen Klotz. Das ist das Busmaster-Modul, das hat noch ein paar spezielle Funktionen, erklären wir noch. Es hat, wie man unten sieht, so ein paar ICs noch drauf für Interrupt Handling. Und das lässt sich dann hochskalieren für 8, 9 oder noch mehr, wenn möglich, Slots. Genau, wir haben dann ein Modul für Stromversorgung. Das hat eine einzige externe Spannungsquelle und das erzeugt im Prinzip dann alle Spannungen möglichst hochgenau und hochstabil, die man so für das ganze System braucht. Das ist hochgenau und hochstabil ist wichtig, weil wir natürlich mit Funksignalen im Gigahertz-Bereich auch entsprechend gute Spannungsversorgung brauchen, sonst kommt da einfach nur Mist raus. Und es gibt noch den Plan, Braeburn, die Version 1, ein PC-Netzteil als Schaltnetzteil zu verwenden, was dann mal interessant werden könnte, wenn wir tatsächlich eine Sendestation hätten, die dann möglicherweise mehr Power braucht. Dann gibt es das Flutter-Modul. Das ist eine hochpräzise Zeitquelle, die dann diese 100 Nanosekunden Zeitsynchronisation zwischen den Stationen schaffen soll. Das besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Einmal einem FPGA, mit dem wird praktisch das Zeitsignal erzeugt, das dann halt diese hochgenauen Sekundenbruchteile ausmessen kann. Und für alles im Sekundenbereich ist dann noch ein ganz normaler Atmega-Mikrocontroller drauf, der dann an die anderen Module die Zeit schickt. Und es ist ein sehr günstiges GPS-Modul im Moment drauf, mit Support für eine externe Antenne, mit dem praktisch die Zeitsynchronisation dann erreicht wird. Also der Trick an der Sache ist, dass GPS eigentlich kein Navigationssystem, sondern ein Zeitverteilsystem ist. Und das macht es ziemlich gut. Und wir hängen uns da einfach hinten dran. Und für Unabhängigkeit gegenüber GPS ist es natürlich dann auch möglich, in Zukunft oder angedacht, auf andere Systeme wie GLONASS oder Galileo auszuweichen. Dann Dash 0, das ist das erste Messmodul, was wir jetzt gerade in der Mache haben. Das ist ein ADS-B-Receiver. ADS-B ist der Arrow... Also es ist im Prinzip, das senden kommerzielle Flugzeuge... Inzwischen senden es fast alle Flugzeuge, glaube ich. Also es ist im Prinzip dafür da, dass die Flugzeuge in der Umgebung mehrere hundert Kilometer Entfernung praktisch wissen, da ist noch ein anderes Flugzeug und es wird genutzt, damit die nicht miteinander zusammenstoßen. Und dieses Signal, das wird einfach geschickt überall hin und das kann natürlich dann auch jeder empfangen. Im Prinzip ist die Flugnummer und die Position vom Flugzeug wie in GPS-Koordinaten. Das haben wir uns praktisch als erstes Messmodul rausgenommen, weil wenn die Position schon drin steht, dann können wir gucken, ob wir es nachher richtig ausgerechnet haben und in unserer Rechnung das Flugzeug an der richtigen Stelle wieder ist.
und dann können wir praktisch damit unsere ganze Hardware und Software verifizieren, ob sie tut. Dann, das sind jetzt die Sachen gewesen, die wir ja schon relativ weit haben. Und was jetzt als nächstes kommt. Ja, dann gibt es noch unseren Busmaster. Den hat Armin schon kurz angesprochen. Das ist das Ding auf der Platine mit dem blauen Steckerchen. Da die Module dann später auch untereinander miteinander sprechen können sollen, muss es irgendjemand geben, der die Ressource Bus arbitriert. Also haben wir uns gedacht, schön modular machen, kommt noch ein extra Modul drauf, was eben die Bus-Arbitration macht und sich auch darum kümmert, rauszufinden, was sind denn gerade überhaupt für Messmodule eingesteckt, was bieten die für Features und wie kriege ich überhaupt Informationen von den Modulen dann wieder zum Beispiel in meinen Rechner rein. Dann wird natürlich aus Dash noch ein ordentliches Messmodul gebaut. Im Moment ist es eher so ein fliegender Breadboard-Aufbau. Das steckt gerade noch auf, wie gesagt, auf dem Experimentierbrett. Da wird dann auch eine Einsteckkarte rausgebaut. Sehr wahrscheinlich wird es basierend auf einem CPLD gebaut. Das ist ähnlich wie ein FPGA, allerdings intern andere Verdrahtung. Also man baut da eigentlich Hardware durch eine Beschreibungssprache, ist auch sehr schnell. Und der große Vorteil, und bei uns hat sich jemand gemeldet, der war auch schon auf Besuch bei uns, und er hat genau mit dem gleichen Modul, was wir uns auch ausgesucht haben, hat er angefangen, das gleiche zu bauen, also einfach nur einen ADS-B-Tracker. Und er hat schon das Decoding von dem Signal in CPLD implementiert und hat gesagt, ja, könnt ihr haben, baut euch da ein Modul draus. Und das ist eben Pavel und der macht jetzt auch mit. Und wie schon erwähnt, ist es dann perfekt, um unser Pseudo-Ranging mal einzumessen und zu schauen, wie genau sind wir denn, reicht unsere Zeitauflösung da überhaupt oder müssen wir da noch ein bisschen am Regler drehen. Wenn das dann am Ende nichts wird, dann haben wir immer noch ein Modul, mit dem er seinen eigenen Flugradar aufbauen kann. Das ist auch cool. Dann sieht man so, was im Umkreis von 200 Kilometern gerade in der Luft rumfliegt. Dann, wenn man Module hat, die miteinander sprechen, gehört da natürlich auch ein bisschen Software dazu und eine Spezifikation für ein Protokoll, was da gesprochen wird. Da wollen wir uns am Wochenende drum kümmern. Das wird Magic Version 0. Das kümmert sich dann um die Enumeration und den Datenaustausch. Dann geht es natürlich in Richtung Testing. Das heißt, ein erster Test, bauen wir uns zwei Systeme auf und schauen mal, wie gut und gleichzeitig hochgenau das Zeitsignal ankommt. Nächster Schritt wäre dann 5 Stationen aufbauen. Warum 5? Kann Andreas später auch noch was dazu sagen, weil damit können wir dann Pseudo-Ranging machen. Dann wird das Ganze natürlich kalibriert. Zur Kalibration gehört dann alles, also Gatterlaufzeiten in den Modulen, Kabellauflängen wahrscheinlich. Wir haben einfach vorgesehen, da kommt ein kleiner Speicherbaustein drauf und da kann man einfach alles reinschreiben. Ja, alles. Dann setzen wir mal 5 plus Systeme ins Feld und lassen die einfach mal eine Weile messen. Und dann kommt raus, ob das eben überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, zumindest mit der Laufzeitmessung, um Satelliten zu tracken. Wenn nicht, dann drehen wir ein bisschen an der Zeit. So, danach natürlich Review, wir schauen uns alles nochmal an, wo sind Fehler aufgetreten, was kann man verbessern. Und sobald das dann klar ist, geht es dann in so einen Vorserienstatus und dann werden auch mal eine Handvoll an Stationen an befreundete Hackerspaces und an interessierte Leute rausgegeben. So, angedachte weitere Module muss man haben, schon allein für die Blockcred, ein Arduino-Aufsteckmodul. Das wird dann das Einfachste sein, um da irgendwie sein eigenes Modul schnell hochzuziehen. Also es ist dann so eine Einsteckkarte, die selber ein Arduino-Shield ist und dann eben auf die sehr beliebte Mikroprozessor-Plattform das Arduino aufgesteckt wird. Und dadurch hat man dann Zugriff auf eine riesige Community an Leuten, die schon irgendwie Mikrocontroller-Programmierung macht und auch da sehr aktiv ist. Es ist dann natürlich auch ein einfaches, einfach Umweltsensoren anzustecken. Also alles. Wir können da Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, seismische Wellen, also Erdbeben, lässt sich alles dann schön mit hochgenauem Timestamp versehen, verteilt messen. Und man kann dann halt beliebigen Unsinn mit der Datenauswertung betreiben. Und der große Vorteil ist, das kann dann jeder machen, weil die Daten sind dann da und öffentlich.
Und wenn jemand da eine andere Berechnung, eine andere Visualisierung mitmachen will oder irgendwas in den Nachrichten war, da war was, und dann kann der einfach auf die große Datenbank an Daten, die da erfasst wurden, zugreifen und seine eigene Auswertung drüber fahren und sagen, da war vielleicht noch was. So, dann das Ding, was uns mit den Satelliten immer angelastet wird, ist tatsächlich aktuell nicht unser Ziel. Das überlassen wir erstmal anderen. Und zum Abschluss von unserem Teil, die Frage, die auch gelegentlich kommt, wie kann man euch denn helfen? Wir haben bis jetzt noch nicht nach Spenden gefragt. Also wir hatten tatsächlich Spendenangebote aus freien Stücken. Die gingen von sehr herzergreifenden Sachen von einer amerikanischen Mutter, die gemeint hat, ich habe keine Ahnung von der Technik, aber wenn ihr eine Ground Station habt für dieses Internet, dann will ich mir eine aufstellen. Bis hin zu coolen Angeboten von spanischen Rennteambesitzern, der gemeint hat, ich habe hier 20 Leute, die können euch Kabelbäume löten und natürlich habe ich auch noch Tieflader für meine Rennwagen. Wenn ihr irgendwas irgendwo hin transportieren müsst, also unsere Ground Station, können wir das machen. bis hin zu sehr interessanten Anfragen aus Südamerika, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Wir haben einfach Dank und Nein gesagt. Wir sind halt immer noch in der Phase, wo wir überlegen müssen, funktioniert das überhaupt? Wir sind am Experimentieren und wir können gerade nicht garantieren, dass es funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr hoch. Aber solange wir kein Geld von Leuten genommen haben, gibt es niemanden, der danach sagt. Ja. Vielleicht irgendwann fragen wir nach Geld. Weiß nicht. Spenden sind immer gern gesehen an dem Punkt, wo wir dann wissen, dass es tatsächlich gut genug funktioniert. Weil wenn man dann mal Stückzahlen bauen muss, dann kann man sich überlegen, was soll das Ding kosten? Will vielleicht jemand den ersten Batch spenden, den man an Hackerspaces rausschmeißt? Egal. Ja, wie gesagt, wenn wir mal drüber nachdenken, einen Satz von 10 Stück rauszuhauen oder 20, 30, dann kann man nochmal drüber reden. So, wie bleibt man up to date? Wir haben ein Wiki, das ist auf hgg.aero, das landet im Moment im Shack-Wiki. Das ist der kürzeste Pfad ins Shackspace-Wiki, wenn man auf unsere Seite will. Wir haben da eine Liste an offenen Tasks, da kann man sich entweder einen aussuchen, wenn man helfen will, oder auch einen neuen reinschreiben. Wir haben allen Code und alles, was wir bauen, auf GitHub. Das schließt auch die Hardware ein, die wir bauen. Also die Pläne für die Hardware, die Schematics, die Schaltpläne, der FPGA-Code, es ist alles da, man kann sich wirklich alles anschauen, inklusive der Präsentation. Wir haben da auch einen kleinen Issue-Tracker, wo man, wenn man irgendwas findet, was nicht ganz korrekt ist, es aber selber nicht fixen will oder kann, kann man einfach sagen, hier ist noch eine Issue, da solltest du dich mal drum kümmern, mach das mal ran. Wir haben eine Mailingliste, da kann sich jeder drauf subscriben. Die findet man hier. Da ist im Moment relativ wenig los, nachdem die Leute mitbekommen haben, dass wir keine Satelliten und kein Alternativinternet bauen. Es sind aber trotzdem noch so 300 Leute drauf. Und ich nehme an, der Traffic geht wieder ein bisschen hoch, wenn es dann mal in die Phase von der Nullserie geht. Und man kann uns natürlich auch Twitter verfolgen. Und dann würde ich noch sagen, die Fragen, die hängen wir dann... Oh, im Plan haben wir jetzt noch 7 Minuten. Hat jemand eine kurze Frage, die er beantwortet haben will? Ansonsten würde ich die Fragen nach Andreas Vortragteil beantworten. Also ich habe eine Frage schon, aber ich weiß nicht, ob sie kurz beantwortbar ist. Fang einfach mal an. Was mich wundert, müsst ihr nicht eigentlich Atomo-Genauigkeit erreichen können, wenn ihr das mit dem GPS-System koppelt? Ich meine, das dürfte doch eigentlich da ganz gut auf 10-13, 10-14 Sekunden kommen in der Genauigkeit. Aber hier angepeilt waren ja, glaube ich, nur 10-7, also 100 Nanosekunden. Ich meine, der GPS-Empfänger, der macht ja eigentlich nichts anderes. Der hat eine Quarzuhr drinnen und in den Satelliten sind Atomuhren. Und jetzt braucht man für die Position eben nicht 3, wie das räumlich notwendig wäre. Ich meine, das ist ja nicht nur so ein Dreiecksberechnungsproblem mit 3 Streckenlängen, sondern auch 4 Satelliten, weil nämlich der Uhrenfehler noch bestimmt wird von der Quarzuhr im Empfänger. Und die ist dann zumindest für diesen Zeitpunkt der Messung sozusagen durch diese Rechnung genauso genau wie die Atomuhr. Natürlich ändert sich der Uhrenfehler von der Quarzuhr laufend. Und das kommt natürlich darauf an, mit welcher Frequenz quasi die Satelliten immer wieder die neue Zeitinformation sind. Aber wenn das hochfrequent ist, dann hätte man eigentlich auch
immer wieder neue Zeitinformationen zur Hand und könnte immer wieder sozusagen neu kalibrieren. Also ich wiederhole die Frage nochmal kurz. Die Frage war, warum wir denn nicht Atomuhrzeit anpeilen, so im Bereich von 10 hoch minus 13, weil wir im Moment nur als 10 hoch minus 7 angepeilt sind, also 100 Nanosekunden. Und es sollte ja eigentlich auch genauer gehen. Ja, also es gibt auch spezielle Timing-Module für GPS. Denen kann man dann sagen, du bewegst dich nicht, du bist in einer fixen Position und dann schaltet der ein paar Optimierungen ein. Und was wir tatsächlich benutzen, ist das Pulse-per-Second-Signal vom GPS oder es gibt auch ein 10-Pulse-per-Second-Signal. Und das kommt relativ genau aus dem GPS raus und halt erheblich genauer als die langsame serielle Schnittstelle, wo man abfragt, was ist denn jetzt die komplette Uhrzeit. Und wir nehmen das Signal als ein Aufsynchronisiersignal, während mit einer höheren Taktrate auf unserem Timing-Modul ein Quarz schwingt. Und da geht ein Zähler, der wird immer hochgezählt und der Puls per Second oder 10 PPS Puls resettet den immer und dann wissen wir, wie viele Taktzyklen waren jetzt in der letzten Sekunde und dadurch können wir dann die Unterscheidung machen von der höheren Auflösung. Und, würde sich vielleicht lohnen, da das GPS-System doch mal ganz genau auseinander zu frickeln, weil möglicherweise ist da eben noch mehr drin, als dieser, als was da jetzt rauskommt. Ja, also es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich da anzuschauen, ob man da noch was rausholen kann. Da sind wir auch dran, aber wir wollten erstmal Version 1 rauskriegen, schauen, ob es funktioniert, so in kleinen Schritten. Und das ganze System ist ja so modular ausgelegt, dass eben genau das einfach ist. Wenn man merkt, oh, ich kriege hier eine um tausendfach bessere Auflösung in der Zeit hin, dann stecke ich das eine Modul aus und stecke das nächste Modul rein, was eben verbessert ist. Ja, kann ich natürlich ganz kurz dazu sagen. Also die meisten GPS, kommerziellen GPS, das übergeben die halt keine, geben die halt kein so genaues Zeitsignal raus. Die geben einen Puls per Second Puls raus und auf den muss ich halt auch aufsynchronisieren. Die sind halt nicht dafür gemacht, dass man da irgendwelche Atomuhren rauskonstruiert, sondern dafür, dass der sagt, hier, du bist jetzt dort. Und den kann man halt abfragen, wenn der eine Schnittstelle den Ort, aber der ist halt relativ langsam, das heißt auch, wo man sich nicht aufsynchronisieren muss, halt auf diesen PPS aufsynchronisieren. Und das geht halt nur mit einem gewissen Genauigkeit. Da hatten wir im Studium als schönere Geräte. Ja, aber die kommerziellen GPS-Receiver für Handys, die halt 3 Cent kosten pro Stück Fertigung, dann sind wir nicht dafür gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Ich switch derweil mal um, einfach die Frage stellen. Eine ganz kurze Frage, was gewinnt man dabei, Amateurfunksatelliten zu tracken? Weil das tun die Funkamateure ja auch und man kann ja auch in regelmäßigen Abständen neue Kepler-Daten runterladen, mit denen man die sehr schön findet, wenn man sie benutzen will. Dürfte ich da ganz kurz verschieben, weil das werde ich ansprechen. Dann müssen wir jetzt das nicht noch doppelt erklären. Nur kurz warten, bis ich da bin. Noch eine Frage? Nö, dann übergebe ich für den zweiten Teil an Andreas. Nachher noch eine Chance. Ja, und nachher so viele Fragen, wie wir aushalten. Okay, nochmal hallo von meiner Seite aus. Und wir wurden ja gerade darüber aufgeklärt, was wir für kleine Hardware-Projekte machen. Und jetzt kommt halt mein Teil mit dem, was wir damit halt vorhaben, wie das deployed wird und was wir halt, wie wir die Leute dazu kriegen, sich das in den Vorgarten zu stellen. Und dazu werde ich ein bisschen weiter ausholen, zwar nicht extrem weit, aber ich muss halt ein bisschen weiter ausholen, weil dieses Constellation-Projekt, was ich halt betreibe, ist ein verteiltes Rechenprojekt und nicht nur für dieses verteilte Sensornetzwerk da. So, und im Hauptaugenmerk gibt es erstmal um euch, quasi damit ihr das bei euch im Vorgarten stellt, müsstet ihr quasi Interesse haben mit, was kann ich tun in dem Raumfahrtbereich, wie kann ich mithelfen und wenn ihr halt schon solche Fragen stellt, seid ihr genau richtig. Denn ihr könnt quasi mit eurem eigenen Laptop, den ihr wahrscheinlich zu Hause habt oder mit jedem x-beliebigen anderen Rechner, halt dran teilnehmen. Denn es gibt eine kleine Software, die heißt Boink, die kann man sich installieren. Das ist eigentlich ein Bildschirmschoner, also immer wenn ihr nichts macht, also Textverarbeitung oder wirklich gerade gar nicht da sitzt und ihr aufploppt, wird was berechnet und den gibt es schon relativ lange. Und damit wird nämlich dann zurzeit verschiedene Projekte betrieben, zum Beispiel halt Raumfahrtprojekte, zwar keine angewandten, aber wie Radiosignale aus dem Weltraum halt nach extraterrestrischem Leben halt analysieren oder nach Pulsarforschung, also Gravitationswellen entweder analysieren und gucken, ob man halt die schweren Neutronensterne halt daraus bekommt
oder halt Teilchenbewegung an sich. Also wie man jetzt sagt, ich habe ganz viele kleine Planeten, die bewegen sich irgendwie und damit halt Galaxien, wie die sich formen. Da gibt es dann Projekte für. Und noch sehr, sehr, sehr viele andere Projekte. Also ihr müsstet mir jetzt hier gar nicht zuhören. Ihr könntet quasi auf eurem Laptop jetzt auch sofort aufmachen, das installieren und schon werdet ihr dabei. Ich hoffe noch, dass ihr mir ein bisschen zuhört. Okay, was wir halt machen ist, obwohl es halt schon so viele Projekte gibt, wir haben unseren eigenen kleinen Server aufgesetzt, der halt nur für Luft- und Raumfahrt bezogene Projekte sind, die mit Anwendung zu tun haben. Das ist unsere kleine Kiste, also nichts Weltbewegendes, hat 300 Euro gekostet, ist klein, steht in der Nähe von der Uni und darauf werdet ihr dann verbunden. Und im Vergleich zu dem Höchstleistungsrechenzentrum, was ja auch an der Uni ist, kommen wir nicht ganz hinterher, denn der hat ungefähr 800 Teraflops, wir haben 3. Das ist dann 0,361%. Allerdings haben wir auch nicht 30 Millionen gekostet, sondern 300. Das sind halt 0,001%. Und ich glaube, da haben wir schon gewonnen. 300 Euro, nicht Millionen. Ah, es tut mir leid. 300 Euro. So. Allerdings hat halt das Höchstleistungsrechenzentrum halt wesentlich Vorteile in anderen Bereichen, die wir so nicht haben. Deswegen sind die auch in der Top 500-Liste letztes Jahr auf Rang 12 gekommen. Und ich meine, dabei ist er jetzt immer noch. Also jetzt ein halbes Jahr später ist er immer noch dabei. Und da sind wir erst gar nicht gelistet. Wir zählen da auch gar nicht drunter, weil wir viele Sachen halt nicht bieten können. Wir haben halt den Vorteil, wir sind kostengünstig und je mehr mitmachen, desto mehr Rechenpower kriegen wir. Das skaliert also mit. Es sei denn, die Leute sagen, nee, das interessiert mich alles gar nicht mehr und hauen wieder ab, dann schrumpfen wir natürlich wieder. Aber das ist halt saisonal. Zum Beispiel jetzt in den Sommerferien wird halt wenig gemacht, weil halt niemand am Rechner sitzt. Dafür halt zu Weihnachten wird halt mehr vom Rechner gehockt und deswegen haben wir halt mehr Rechenleistung. Was wir auch als Nachteil haben, muss man dazu sagen, ist, dass wir ein sehr heterogenes Feld haben. Also da sind von Linux-Systeme über Windows, macOS, FreeBSD, schlag mich tot, sehr viele Variationsmöglichkeiten zwischen den ganzen Systemen mit 32-Bit, 64-Bit und was der Teufel, was man da alles mitmachen kann. Und es ist also schon relativ schwierig, dafür Sachen zu programmieren, die mit auf allen Systemen laufen. Dazu komme ich aber später mehr. Warum Leute mitmachen, das frage ich mich auch. Ich bin ja selber auch dabei. Aber meine persönlichen Favoriten sind einfach, dass ich halt sagen kann, ich möchte für die Wissenschaft was beitragen. Ich kann damit helfen. Andere machen das halt damit, weil sie zum Beispiel Admins sind und mit diesem Programm halt relativ gut Benchmarks durchführen kann, weil einige von den Rechenprojekten relativ aufwendig sind und auch noch schnell mal 100% der Systemleistung mal für sich verbuchen. Damit kann man also schön Rechnerparks dann auch zum Beispiel analysieren. Es werden zum Beispiel auch Team-Challenges gemacht, da bildet sich die eine Gruppe, macht gegen die andere Gruppe ein Wettrennen, weil es virtuelle Punkte gibt, mit denen kann man nichts kaufen, das wird zwar Credits genannt, aber damit hat man nichts, außer halt den Ruhm, weil je mehr man Zeit dafür zur Verfügung stellt, desto mehr Credits bekommt man. Und dort werden halt relativ viele Challenges unter sich ausgemacht. Okay. Das war jetzt dieser grobe Einblick zur Boink, also zum verteilten Rechnen und was wir halt damit beitragen. Zum Hintergrund ist, wir sind halt dafür da, dass wir anwendungsbezogene Raumfahrt machen. Also nicht wie bei SETI, ich mag SETI sehr gerne, aber es kann halt sein, dass ET schon vor 300 Millionen Jahren ihr Signal hierhin geschickt haben. Wir waren einfach nicht da. Das schickt heute auf einer Frequenz auf irgendwas, was wir gar nicht empfangen können und kriegen es gar nicht mit. Oder in den nächsten 100 Jahren kommt es erst und wir haben bis dahin schon wieder SETI abgeschaltet. Wir möchten eher in den Bereich, Raumfahrt ist lange, aber wenn man jetzt sagt, wir haben Projekte, die in den nächsten 10 Jahren fertig sind, haben wir aber auch so eine Deadline, wo man sagen kann, das ist anwendungsbezogen, da ist dann ein Ergebnis da. Wir sind eine DGLR-Nachwuchsgruppe, also von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt sind wir eine offizielle Young Academics Group, wie sich das immer so schön schimpft, für Studenten und für alle anderen, die halt Lust haben, daran teilzunehmen. Und wir sind halt eine Plattform. Also wenn jemand sagt, ich möchte mitmachen, kann er sich nachher mit mir in Verbindung setzen und dann kann er gerne mitmachen. Muss ich selber gucken. Es ist halt blöd, weil ich das jetzt gerade nebenan nicht sehe. Wir haben relativ viele Unterstützer. Das ist rechenkraft.net unter anderem. Die haben schon ihre eigenen 2 Projekte aufgesetzt. Da ist eine riesen Community, die auch verrückt sind wie ich oder wie andere und sich da halt unter diesen ganzen Themen halt austauschen. Und wir sind halt offen für jede Applikation, die mit Luft- und Raumfahrt etwas zu tun haben. Und das ist sehr dehnbar. Wenn man jetzt sagt, Luftfahrt, okay, ich möchte ein Windrad analysieren, das ist wie ein Flügel, Flügel sind an Flugzeugen dran, passt, nehme ich gerne auf. Okay,
Einen kurzen Einblick zur Geschichte. 2009 habe ich in Bremen eine Diplomarbeit gemacht. Dort habe ich dann den Pool-PC-Raum für mich in Beschlag genommen für meine Diplomarbeit, weil viele Sachen, die ich da programmiert habe, einfach sich jetzt nicht auf meinem kleinen Laptop laufen lassen konnten. Und da ist mir halt aufgefallen, ich möchte gerne ein paar mehr Rechner haben. Allerdings hatte ich noch nicht die Zeit, das on Boeing umzusetzen. Dann bin ich halt hierhin gewechselt, nachdem ich fertig war, bin wieder angefangen zu studieren und habe mich dann mit den DGLR-Leuten zusammengesetzt. Und dort ist es dann halt entstanden, dass die halt mir geholfen haben und so weiter. Und 2011 im Oktober, am 28., das ist übrigens mein Geburtstag, was ich sehr gut finde, das kann ich mir nicht gut merken, haben wir halt den geschlossenen Beta-Test gemacht. Also innerhalb von kürzester Zeit, von den 4 Monaten, haben wir halt schon die erste Maschine aufgesetzt mit viel Hilfe. Und wir sind dann auf Ruby's Night am 12. April halt dann offiziell gestartet und da gab es halt einen riesen Ansporn. Also relativ kurzfristig als Hobbyprojekt. Okay. Wenn ihr jetzt also euch fragt, was kann ich jetzt da beitragen, jetzt außer halt warme Luft zu produzieren mit meinem Rechner. Wir bieten jetzt nicht nur die Rechenprojekte an, sondern wir können halt auch mehrere Sachen anbieten. Wenn ihr sagt, ihr könnt gut programmieren, bieten wir euch eine Plattform. Wenn ihr meint, ihr möchtet nur Research machen, also Daten auswerten, Daten haben wir auch. Und wir haben halt vor 2 Wochen gab es die NASA International Space Application Challenge, auch ein langes Wort. Und dort wurde halt im Check dann ausgetragen, einen Programmierwettbewerb zu machen. Da sind einige gekommen und wir machen also auch mehr als jetzt nur stumm vom Rechner sitzen und Sachen zu rechnen. Und was habt ihr davon? Also Citizen Science ist einmal für euch, dass ihr euch Bildung aneignet, also Knowledge. Dann ist es halt für die Wissenschaftler interessant, halt überhaupt die wissenschaftlichen Sachen durchzuführen, weil oft hapert es halt schon an einem einfachsten Ding, dass sie keinen Zugang haben und es soll halt allen nützen. So. Was wir halt tun, das sieht man auf dem Bild relativ gut. Zurzeit läuft eine kleine Programmiererei von mir. Also wir machen eine Aufstiegsbahnanalyse, wie man da auch schon gut sehen kann. Das habe ich TrackJack genannt und das ist für die Aufstiegsbahn halt sehr wichtig, aber für die Raketen sehr wichtig, halt die Aufstiegsbahn zu kennen und auch zu optimieren. Es ist in Java programmiert und für einen Kern. Zurzeit helfe ich damit einer anderen DGLR-Gruppe, die heißt High-End, die bauen Hybridraketen. Also das ist einmal ein Feststoff- und ein Flüssigkeitsanteil. Und die haben halt selber nicht die Analysesoftware, beziehungsweise jetzt auch nicht die Rechenkapazitäten, das durchzuführen. Und denen helfe ich auch sehr gerne damit. Die haben halt vor, mit ihrem Motor, den sie halt bauen, den Höhenrekord für Studenten aufzusetzen. Zurzeit läuft er noch konstant. Und dazu werde ich halt nachher ein bisschen mehr erzählen. Aber das ist erstmal deren Teststand. Ich hoffe, das Video spielt jetzt automatisch ab. Also dafür, dass das halt eine Studentengruppe ist und die jetzt da auch relativ kurz dabei sind, erst 3 Jahre, haben die schon einiges geschafft. Das ist halt der Hybridraketenantrieb, der wird mit Paraffin, also mit Kerzenwachs betrieben, als fester Anteil und mit Stickstoff, mit Lachgas als Gas oder als flüssigen Anteil in dem Sinne. Was ich da halt für die mache, ist, zurzeit ist dieses ganze Triebwerk auf konstanten Schub ausgelegt. Und wenn man halt sagt, ich möchte den Schub ein bisschen variieren, also bevor ich über die Schallgeschwindigkeit komme, drossel ich ein bisschen, schlüpfe da gerade drüber her, habe dann, weil ich dann höher gekommen bin, weniger Luftdichte. Und wenn ich dann wieder Vollgas gebe, dann habe ich halt weniger Luftwiderstand. Könnte man mit demselben Anteil an Treibstoff halt ein bisschen höher kommen. So. Dort ist jetzt seit, auch seit der Ruby's Night, seit dem 12. April, sind jetzt ungefähr 46% aller Pakete durchgerechnet. Also es braucht noch ein bisschen, aber wir können jetzt schon mit den ersten Analysen anfangen, weil bis zur Hälfte ist es halt interessant, erstmal zu rechnen und die andere Hälfte, die kann man gerne nachreichen, weil bis dahin halt diese Schallgeschwindigkeit schon erreicht worden ist und das ist halt das Wichtige. Danach ändert sich nicht mehr viel, aber diese 46% haben halt schon über ein Jahr gedauert, das zu rechnen. Okay, welche Vorteile hat man eigentlich an dem Sinne? Gerade in dem Studentenbereich sieht man das ja immer wieder, man möchte vieles machen, kann es aber nicht, weil es einfach an Geldhaber scheitert, beziehungsweise man ist halt im Institut, muss dann erstmal lange Wege in Kauf nehmen, das hat man halt bei uns halt nicht. Dann können wir halt Hardware effizient einsetzen, ich meine, jeder hat Hardware zu Hause und an den Instituten sind auch dann teilweise nachts, wenn die Sekretärin nicht da ist, halt die Hardware zur Verfügung.
Und wir bieten halt dann auch an, das Networking zu betreiben, dass man halt sagt, ich habe hier ein Problem, kennst du jemanden, der mir halt weiterhelfen kann? Und das ist gerade bei diesen DGLR-Nachwuchsgruppen sehr gut gegeben. Also wenn jetzt jemand meint, ich kann gut programmieren, ich bin Hobby-Luft- und Raumfahrer, ich habe da was, der ist natürlich bei uns auch gerne gesehen, den würde ich auch gerne dann nachher nochmal besprechen wollen. So, jetzt springe ich halt zurück zu den Kollegen, zu den verteilten Bodenstationen. Denn wenn man verteilt rechnen kann und man hat weltweit überall kleine Laptops oder kleine Rechner, die sowieso dann nicht bewegt werden, kann man halt auch die Hardware, die dort gebaut wird, von uns anschließen. Und das ist nicht nur für uns der Fall, sondern es gibt schon zwei, wie ich finde, sehr interessante Projekte in dem Bereich, die über Boeing schon betrieben werden. Also einmal Quake Catcher Network, das ist das angesprochene Erdbeben. Ja, Vorwarnsystem möchte ich nicht sagen, aber es kann halt nachträglich noch berechnet werden, wo es gerade sich bewegt hat, weil der Bewegungsmelder in dem Apple irgendwas Buch dann angeschlagen ist, weil es halt intern von der Boeing-Software halt schon angesprochen wird oder weil die Leute sich ein kleines USB-Device angeschlossen haben, die das dann auch aufnehmen kann. Oder mein Favorite ist Radioactive at Home. Dort wird die Hintergrundstrahlung gemessen. Die sind allerdings jetzt erst seit einem halben Jahr online und die haben noch nicht so ganz viele Messdaten. Aber ich finde es einfach genial, wenn man halt sagen kann, ich kann Hintergrundstrahlung messen, denn ab und zu variiert die auch mal sehr gerne. Okay. Wenn ich jetzt schon verteiltes Rechnen habe, kann ich halt sagen, wenn ich jetzt von den 2700 Leuten, die bei uns zum Beispiel mitmachen, nur 10% ansprechen kann, habe ich 270, also ungefähr, Leute, die halt verteilt schon auf der Welt das zur Verfügung stellen. Wir haben halt dann auch die Möglichkeit, dass die halt dann nicht nur die Daten aufnehmen, sondern auch gleich bearbeiten können. Dann sind die ganzen Hardware-Möglichkeiten natürlich relativ billig geworden. Die ganze Sensor kostet fast nichts mehr oder man kann sie selber bauen. Das ist halt der große Vorteil an der Geschichte. Und sie ist immer noch so genau, dass man da ein bisschen was machen kann. Dadurch, dass wir halt verteilt auch sind, können wir nicht nur punktuell Messdaten aufnehmen, sondern permanent. Es sei denn, man möchte halt seinen Beschleunigungssensor von dem Laptop halt nehmen und ich laufe da gerade mit rum, dann natürlich nicht. Aber die sind permanent da. Die Messdaten können aufgenommen werden, die können auch gleich verarbeitet werden, beziehungsweise wenn sie über den Server zurückgeschickt werden als Messdaten, können die dann auch in der zweiten Routine dann an andere Leute wieder verteilt berechnet werden. Das ist also nicht nur verteilte Sensoren, sondern auch gleich das verteilte Rechnen damit zu. So, jetzt komme ich wieder zum Hackerspace Global Grid, weil ja auch schon eben gefragt worden ist, was können wir da überhaupt machen. Wir wollen damit Telemetry und Tracking, also wir wollen damit die Kommunikation zumindest aufzeichnen, also noch nicht senden, dafür gibt es ein paar Hürden, die wir noch nicht nehmen konnten und halt das Tracking dazu machen. Und das Ganze natürlich auf einer einigermaßen wissenschaftlichen Basis, weil wir machen alles viel aus Hobby, aber wir möchten damit auch gerne ein bisschen mehr beweisen als nur, ja, das ist Hobby. Hintergrundgeschichte wurde gerade schon gesagt, Armin und Hades hatten eine ähnliche Idee und nach dem CC-Camp halt gesagt, wir möchten das gerne machen. Dann bin ich zum Glück von jemandem aus dem Check auch angesprochen worden, komm mal vorbei, habe mein verteiltes Bodenstationennetz, was ich jetzt immer DGSN nenne, vorgeschlagen und da wurde halt gesagt, ja, das ist relativ ähnlich, mit der einen Richtung bei dir mehr, bei der anderen Richtung sind wir woanders mehr dabei, lass uns zusammenarbeiten, weil niemand arbeitet gerne allein und sonst wäre ich halt wahrscheinlich alleine dabei gewesen. So, wofür Tracking? Klar kann man jetzt sagen, die Amateursatelliten sind bekannt, die sind auch bekannt. Norbert zeichnet das halt auch gerne aus, beziehungsweise die eigenen Satelliten wissen halt schon ihre Tracks, bis auf gerade nach dem Einschuss. Wenn da gerade in dem Kleinsatellitenbereich die Satelliten halt deployed werden von dem Launcher, dann weiß man das noch nicht so genau. Da kann man Piggyback, also hinten rucksackmäßig mitfliegt, dann muss man halt den Orbit nehmen, den man halt bekommt. Und wenn man das halt nicht genau weiß, hat man dann ein Problem. Wenn man ganz leicht von der Bahn, die man eigentlich haben wollte, abweicht, kann man mit den hochgenauen Satellitenschüsseln, die ja nur so eine ganz enge Keule haben, dann nicht mehr die Kommunikation aufbauen. Und das möchten wir halt gerne liefern. Wenn Norbert das ungefähr alle 2 Wochen nur macht und wenn man gerade sagt, okay, gestern war das, heute wird mein Satellit aus dem Launcher rausgeschmissen, ja, dann muss ich eigentlich erstmal wieder 1,5 Wochen warten, bis ich meine Daten kriege. Und dafür ist halt schon einige Zeit vergangen und das kann halt relativ schlecht enden. Dann natürlich für die Kommunikation, weil wenn man schon das Beacon-Signal bekommt, kann man auch sagen, wir möchten da was hinterlegen, also keine Messdaten. Das wird zwar jetzt nicht der große Brüller sein mit den 10 Kilobits die Sekunde, die angepeilt sind, allerdings
wurde da schon mit dem FunCube-Dongle zum Beispiel auch bewiesen, dass das halt möglich ist. Wir möchten halt eine Alternative geben, wenn man jetzt zwischen zwei Ground-Terminals ist, dass man halt sagt, okay, ich habe zwar den von der NASA und den von der ESA gebucht, dazwischen ist jetzt erstmal 10 Minuten tote Hose, dann kann ich halt einfach meine Daten dumpen, ich funke die nach unten und hoffe, dass halt jemand mit der kleinen Ground-Station bei uns ist und die Sachen aufnimmt. Das ist halt eine zweite Möglichkeit, das ist relativ günstig. Und wenn es jetzt keine hochgenauen Daten sind, dann, keine hochgeheimen Daten sind, weil es wird ja an euch nach Hause geschickt, dann hat man halt die Möglichkeit, auch noch mehr Daten runterzubekommen. Das ist gerade für wissenschaftliche Bereiche schon relativ, die auch mal ab und zu her zu haben. Wer das alles tut, NORAD habe ich halt schon angesprochen. Dann gibt es halt noch die S-Track von der ESA. Dann DORIS, das ist ein System, das basiert fast auf dem ähnlichen System, wie wir das haben, und die dürfen auch senden. Nur ist das halt dann auch von der Agentur, von der französischen Raumfahrtagentur CNES. Und wir könnten halt eine Alternative dazu bieten, beziehungsweise eine Erweiterung, weil wir stehen ja nicht im Wettbewerb, wir möchten auch helfen. Also ist das jetzt nicht. Was wir halt damit machen können, gerade im Kleinsatellitenbereich ist auf den Universitäten viel los und da scheitert es halt immer am Geld. Dann Aircraft Tracking, was mit dem ADS-B, mit dem Air Traffic Data System halt schon gemacht wird, könnten wir machen. Wetterballons oder Science-Projekte wie mit der Rexus Bexus, wo halt eine Höhenforschungsrakete gestartet wird. Oder wenn ihr ein Tier habt, könnte man halt dann auch mit einem kleinen Beacon, wenn er jetzt nicht zu schwer ist, mal versuchen, wo ist meine Katze hin, die war halt nachts nicht zurück. Die war in dem Wald und hatte Vergnügen mit anderen Kätzchen. Genau, jetzt kommt halt die Sache, die schon angesprochen worden ist mit der Triangulation. Wir machen halt nicht keine echte Triangulation, sondern Pseudo-Ranging. Für die, die das nicht kennen, das ist, wie man das in der Schule schon kennt. Hier ist das jetzt in 2D. Ich suche an drei Kreisen einen weiteren Kreis. Und der Radius der Kreise wird halt durch die Lichtgeschwindigkeit vorgegeben. Wenn ich sage, der ist jetzt 2 Sekunden gelaufen von der einen Quelle zu mir und von der anderen Quelle ist er halt 3 Sekunden gelaufen, da weiß ich, wie groß der Kreis ist. Ich weiß auch meine Position von denen und jetzt, wo bin ich dazwischen. Und wenn meine Uhr sehr genau ist, die ich halt habe in dem Handheld-Device, dann ist der Kreis, der halt da rauskommt, 0, ist nur ein Punkt. Wenn er halt abweicht, wie eben schon angesprochen ist, ist er halt ein bisschen größer. Und nichts anderes machen wir auch, oder wollen wir zumindest machen. Wir haben halt nur wie bei dem 2D jetzt hier schon das Problem, dass wir halt immer mindestens zwei Lösungen halt bekommen. Und bei dem GPS, was ihr im Auto habt, ist das halt so gelöst, dass Auto weiß, dass es auf der Erde ist. Wenn es eine zweite Lösung gibt, die in der Erde oder über den Satelliten ist, dann kann er die rausstreichen. Das haben wir halt nicht. Also wenn jetzt der eine Punkt, der rote, der ist in der Erde, in dem blauen Bereich, das kann man halt vergessen. Die Möglichkeit haben wir jetzt halt nicht, da kommen wir noch zu. Was wir schon gemacht haben, ist das Ganze halt auf 3D aufzuploppen. Das sieht dann halt nicht groß aus, das sind halt nur keine Kreise mehr, sondern halt Sphären. Und wenn man jetzt sagt, okay, das hier sollen jetzt auch die 3D-Sachen sein, nur halt wieder zur besseren Übersicht in 2D, können wir halt mit einer weiteren Bodenstation, also nicht 4, sondern jetzt in dem Fall 5, halt diese Unterscheidung machen, bin ich auf einem sinnvollen Ergebnis oder nicht. Wir hatten zwar erst damit gerechnet, ganz normal 4 Quellen zu nehmen oder 4 Satelliten, aber in dem Fall ist es halt dann mit einer weiteren gelöst. Und in dem Fall ist es halt GPS rückwärts, weil wir halt nicht von mehreren Stationen zu uns senden, sondern wir haben einen kleinen Sender und wir werden an verschiedenen Positionen halt aufgezeichnet. Dieses ganze Verfahren ist dann leider logarithmisch. Es kommen relativ viele Werte raus, wenn man die Bodenstationenzahl erhöht. Wir haben jetzt einen Filter, ich habe jetzt einen Filter gemacht, der halt die ganzen sinnlosen oder sinnloseren Ergebnisse rausfiltert und die jetzt übrig bleiben, sind halt schon in einem engen Bereich, allerdings kann man da halt auch eine Clusterbilderung vornehmen. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt wie in diesem Fall 3 Cluster, müsste man halt nachher noch eine genauere Analyse machen, weil wenn man jetzt nur von allen Durchschnitt macht, muss das nicht unbedingt stimmen. Da sind wir gerade bei, halt die Software für zu machen. Das ganze Netz, wie es angedacht ist, soll eigentlich jeder mitmachen, also die Community, Hackerspaces, normale Leute, die eine Hausfrau, die genannt worden ist. Allerdings ist es nicht exklusiv, zum Glück. Denn wir möchten halt auch die Funkamateure noch dabei haben, weil wir halt auch gesagt haben, wenn wir halt eine Erweiterung haben möchten demnächst, die wir selber funken möchten, haben die halt dann auch einen Teil beizutragen, beziehungsweise die sind sowieso immer neugierig auf neue Sachen, die mit Funk zu tun haben, auch wenn wir jetzt gerade nicht senden können. Und wir möchten es halt dann auch über Institute laufen lassen, damit wir einfach dann auch sofort die Leute dabei haben, die für die Daten nachher auch gedacht sind. Das Ganze soll halt auf Kits basieren, dass man entweder sagt, ich kann nicht löten, ich kaufe mir das, oder
es ist schon einigermaßen im Halbbau-Kit vorhanden und ich löte nur noch die Teile zusammen. Und im Endeffekt muss das Ganze nicht über Constellation laufen. Ich freue mich, ich werde das halt auch machen. Aber das ganze System soll auch so sein, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte meine Katze tracken, davon soll Constellation nicht wissen, dann stelle ich mir 5 Antennen in der Nachbarschaft auf und dann geht es auch. Deswegen diese Wurfantennen. Und dass man die halt wegwerfen kann und man holt sich die nachher wieder und weiß, wo das Kätzchen gewesen ist. Der Vorteil ist, wenn halt der Satellit verschwindet, das passiert ja immer ganz gerne, dann ist die Position auch nicht mehr bekannt, weil kurz vorher halt auch Funk abbricht. Und wenn Norbert halt sagt, ja, ich habe heute keine Messung für dich, dann ist es halt problematisch. Wenn der Satellit weg ist, ist die Position weg und wir können da halt helfen, auch wir alle können damit helfen, mitzumachen. Nochmal zur Wiederholung, das ist S-Track, das ist eine grobe große Bodenstation und was wir vorhaben, ist eher das. Dass wir halt sagen, jeder, der zu Hause halt möchte, kann sich das machen, auch wenn das jetzt die falschen Antennen sind, aber es gibt einen guten Überblick, um zu sagen, jeder kann sich da was hinstellen und mitmachen. Soweit dann das zum verteilten Sensornetz in Bezug auf der HGG. Was halt noch angedacht sind, sind auch größere Projekte, weil ich habe angesprochen, Studenten- und Open-Source-Projekte, das ist alles relativ klein. Wir möchten auch für größere Projekte halt da sein, da sind wir noch am Verhandeln, da ist noch nicht spruchreif, aber halt auch für Research-Institute und so weiter. Wenn jetzt jemand von euch meint, ja, ich bin da gerade was dabei, ich habe da was, wie kriege ich denn meinen Vorgesetzten dazu mitzumachen? Ich würde mich sehr freuen, aber es gibt halt ein paar Sachen zu überdenken. Es hat halt Vorteile. Weil die ganzen Sachen, die vorher schon genannt worden sind bei den Höhenforschungsraketen, bei den Vorteilen, die bleiben halt erhalten, aber in dem Fall ist es auch noch Public Relation, weil man sofort zu den Leuten, die eh Interesse haben, auf dem Rechner sitzt. Die lesen sich ja durch, was rechne ich denn überhaupt? Habe ich mir jetzt einen Trojaner gezogen oder bin ich jetzt da wirklich an Wissenschaft zu machen? Also was ist Public Relation? Man ist sofort bei den Designphasen dabei. Oft kriegt man das hier mit, ja, heute Nacht ist ein Satellit gestartet, wofür war der eigentlich? Gut, weiß ich nicht. Da ist man halt schon direkt beim Design dabei. Auch wenn man halt erstmal eine Rechenkapazität spendet, man kann halt auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, auch das ist für Recruiting da. Weil wenn man halt sich schon interessiert und die Leute, die vielen wissen das, der interessiert sich dafür, der ist auch ein bisschen technikaffin, den hole ich mir gleich ins Boot, bevor er teuer wird. Das Ganze ist halt, wenn man bei den Firmen schaut, die haben schon ihre eigenen Clusterlösungen, die sind halt nur teuer. Allerdings haben die auch den Vorteil, dass halt viele Hardware für nichts außer Excel halt benutzt wird. Und dafür brauche ich halt keinen 3 GHz PC. Es ist halt so viel da, wenn die Sekretärin nach Hause geht, könnte ich das anzapfen und da könnten wir halt gerne mithelfen, dass es halt funktioniert. Nicht bei dem Daten anzapfen, sondern dass die Rechenkapazität gestellt wird. Und natürlich, man braucht mich nur fragen und man braucht uns nur fragen und wir haben halt garantiert eine Möglichkeit, das zu machen, wenn ich halt eine Nummer ziehen muss, bevor ich auf einen HPC, auf einen High-Performance-PC komme und das dauert halt, ja, 3 Monate, dann ist meine Aufgabe schon längst fällig und mein Boss ist böse auf mich. Sicherheitsbedenken gibt es natürlich auch, also das darf man gar nicht unter den Teppich kehren, denn ihr rechnet auf ganz vielen PCs weltweit verteilt. Wenn man jetzt sich das Foto anguckt, das als Puzzle dargestellt ist, wenn das die gesamte Aufgabe ist, dann wird halt die ganze Aufgabe in ganz viele kleine Puzzlestücke gemacht und man versucht halt die Gesamtaufgabe zu lösen. In dem Fall suche ich halt dieses kleine Puzzlestück, was in der Mitte fehlt. Bei mir ist es allerdings so witzig klein. Also wer da versucht, mit den 3 Teilen, die er pro Woche bekommt, herauszufinden, was ich da gemacht habe, ich sag's ihm ja, aber er kann aus diesen kleinen Puzzlestücken relativ wenig rausmachen. Also CSI Miami mit den ganzen Forensik, die würden das wahrscheinlich nicht herausbekommen. Das muss man sich halt nur bewusst sein. Und das ist eigentlich alles, was der User sieht. Also wer davor Angst hat, okay, ich habe davor keine Angst. Denn das wird wahrscheinlich Teil meiner Diplomarbeit werden, die ich jetzt hier an Uni Stuttgart machen werde. Das wird eine Lagrange-Punkt-Mission zwischen, aber in dem System Erde-Mond. Und dafür brauche ich halt massig Rechenkapazität und dafür bin ich halt super dankbar, dass da die Leute jetzt schon mitgemacht haben seit einem Jahr. Zur Erklärung, also Lagrange-Punkt-Mission, also Lagrange-Punkte sind 5 Punkte, die in einem 2-Masse-System immer vorhanden sind und die haben halt teilweise den Vorteil, dass die Anziehungskräfte sich zum Beispiel ausgleichen oder die potenzielle Energie dazwischen, die sind halt relativ wichtig für Mission, weil wenn ich jetzt sage, ich habe
aufgehobene Gravitation und ich setze da eigentlich mein Teilchen in meine Raumstation oder was auch immer, dann bleibt es dort. Einige von diesen fünf Punkten sind stabil, andere nicht. Die sind halb stabil, da muss man ganz bisschen nachregeln, aber die haben halt Vorteile für Astronomiemissionen, für Raumstationen und so weiter. Und in dem Fall möchte ich halt da auf dem L4-Punkt, das ist der oben links angedeutete, wo der gelbe Pfeil halt hinkommt, einen Satelliten hinschicken. Das Ganze wird dann quasi auf den Leuten, auf den Rechnern so gelöst, dass halt jeder eine kleine Teilaufgabe bekommt, weil man halt verschiedene Möglichkeiten hat, dorthin zu gelangen. Also jetzt auf den ersten beiden Rechnern werden die ersten zwei Möglichkeiten gelöst und auf den weiteren vier halt die nächsten vier. Das ist jetzt nur schematisch dargestellt, damit man halt sieht, jeweils eine andere Route und eine davon ist hoffentlich eine richtige oder eine annähernd perfekte. Und jetzt weiß ich gerade nicht, warum das aufklappt. Ja, perfekt. So, und wenn jetzt eine von den Möglichkeiten raus ist, ist es halt dann eine von den Sachen, die ich halt näher analysieren möchte, um zu sagen, ob ich da hinkomme oder auch nicht mit meiner Diplomarbeitsthema, woran ich jetzt hoffentlich demnächst dann sitzen werde. Denn die Mission zum L4-Punkt gibt halt die Möglichkeit, dort einen Kommunikationssatellit hinzusetzen als Relay-Station. Dann, weil ich dann auch weiter hätte den Mond mit der Ausweitungskeule von der Kommunikationsvorrichtung halt hinkomme. Da, wenn ich von der Erde aus funke, kann ich halt nur auf die eine Seite, auf die andere Seite nicht. Es erweitert also quasi die Kommunikationsmöglichkeiten dorthin und es blockiert nicht einer der wichtigeren Punkte, den zwischen Erde und Mond und den dahinter. Dort werden nämlich entweder Raumstationen hingesetzt oder halt Astronomiemissionen, weil der ganze Mond dient als Blockator für die Astronomiemission, die mit zum Beispiel Radiosignal arbeiten. Das ist sehr gut für die und deswegen muss ich meinen Kommunikationssatellit dort nicht unbedingt hinplatzieren. Das Ganze ist ein Demonstrator, um zu zeigen, dass ich da hinkomme und dass man hinkommt, weil bis jetzt ist das noch nicht so gemacht worden. Es gibt auch kaum Pläne, die das halt machen und es soll halt auch eine wissenschaftliche Payload dabei haben, in dem Fall einen Staubsensor, um zu zeigen, wenn dieser Punkt, wo ich hin will, eh schon stabil ist und meine Masse da schon nicht verkommt, dann können da auch andere Partikelchen sein, die man von der Erde gar nicht sieht. Also Staubkörner in einer ganz kleinen Größe, die möchte ich halt dann noch detektieren, um zu sagen, wenn ich da schon bin, was ist denn dann? Bleibt meine Solarspiegel halt in Ordnung und so weiter, deswegen ist es nicht nur ein Demonstrator, sondern auch Science. Was halt den Vorteil bietet, ich komme halt, wie schon angesprochen, weiter um den Mond herum mit meiner Kommunikationskeule. Wenn der Satellit, zum Beispiel, wenn es eine Mission gibt, die um den Mond herum ist, wird der halt teilweise blockiert. Ich erweitere das dann halt bis dahin noch, oder halt wenn der Rover auf die ferne Seite des Mondes möchte oder halt eine Basis dorthin gebaut werden möchte, kann man halt dann noch die Kommunikationslinks halt aufbauen. Das ist nicht nur für die offiziellen Agenturen interessant, sondern auch SpaceX hat zum Beispiel vorgestellt, dort eine Mondumrundung für zahlende Kundschaft zu machen, oder Google Lunar XPRIZE ist da ganz heiß hinterher, ob die gestellt, aber es gibt halt Projekte, die dorthin möchten, wo man halt sagen könnte, wir können da einen Service anbieten, den andere halt nicht haben, und wenn es auch eine Kommunikation ist. Das Ganze, was ich jetzt vorgestellt habe, ist quasi eine Weltraummission im Kleinen, die dann gemacht wird, ohne dass man die Erde verlässt, und das Ganze halt auf dem PC, auf der Constellation-Plattform. Und die drei angesprochenen Bereiche sind, wenn jemand eine Idee hat, kann er mitmachen. Wenn jemand meint, ich möchte nur meine Rechenkapazität spenden, kann er mitmachen. Und wenn er meint, er möchte mit den Daten halt machen, kann er auch die Analyse dazu machen. Das ist halt die große Möglichkeit, der Power of Citizen Science for Space damit zu machen. Und während ich das hier ganze palabert habe, sind auch schon wieder weiter 90 Work Units gerechnet worden, weil die Leute auf der Welt schlafen ja nicht und lassen ihre Rechner weiterlaufen. Und deswegen bedanke ich mich jetzt. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Also ihr könnt jetzt auch gerne eure Rechner jetzt hochfahren und morgens mitmachen. Und für Fragen sind wir jetzt gerne bereit, jetzt auch länger zu machen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, wer Fragen hat zu Constellation oder HGG, möge jetzt sprechen. Gibt es noch? Also wenn ich die Zahlen, die ich vor 10 Jahren mal auswendig hatte, noch richtig im Kopf habe, dann schafft er leider doch eigentlich nur 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 mit dem Signal. Mit dem militärischen würde ja nochmal eine 10er-Potenz höher kommen. Allerdings, das mit
bezieht sich auf das GNSS-I, das ist GPS, das es ja vor 10 Jahren auch schon gab. Ich meine, das ist jetzt eine neue Generation geplant, auch mit drei zivilen Signalen. Da könnte es sein, dass dann die Aussicht wäre, auch in den militärischen Bereich zu kommen. Aber ich habe das schon lange nicht mehr verfolgt, also ich weiß nicht, wie das konkret geplant ist. Die Ansage war, dass man vielleicht mit der Auflösung doch nicht so hoch kommt, außer man greift auf militärisches GPS zurück. Wie gesagt, dann auch mal eine 10er-Potenz, ja. Ja, weil eben das Signal, ich meine, die Atomuhr, das Ding da drin, das schwingt halt so mit so einer hohen Frequenz, die ist viel, viel höher als das Trägersignal überhaupt. Und drum, selbst wenn du ständig immer nur die Zeit auf das Trägersignal aufmodellierst, kämst du nicht mehr an das ran, was die Atomuhr hat. Also man kann auf jeden Fall mit GPS super Zeitmessungen machen, je nachdem, was man für Hardware hat und was für Messinstrumente. Das haben mir die Forscher Schweiz-Italien in der Ecke gezeigt mit ihren überlichtschnellen Neutrinos. Das war auch ein GPS-basierendes System, allerdings lag es nicht am GPS, dass sie falsch gemessen haben, sondern es war irgendwie 60 cm Glasfaserkabel nicht berücksichtigt oder irgend so ein Scherz und deswegen auch Kalibration. Und zwar, dass ich nicht ganz verstehe, ist, wenn ein Satellit sozusagen verloren geht, in Anführungsstrichen, dann ist er ja stille. Wie jetzt bei Envisat zum Beispiel gerade gesehen. Ja? Envisat plötzlich antwortet nicht mehr und dann brauchst du ja aber ein aktives Radar, um den zu tracken. Da kannst du ja mit einer Bodenstation, die nur empfängt, im Prinzip erstmal gar nichts anfangen. Aber du weißt, die letzte Position, wo er gewesen ist, relativ schnell, und du das nur 3 Tage braucht, um dir das zu sagen, und du kannst eine Analyse sofort dazu schmeißen. Und wenn ich halt in den Kleinsatellitenprojekten weltweit halt schaue, wird halt oft immer gesagt, ja, wir GPS an Bord, dadurch wissen wir schon einiges. Ja, aber wenn das halt nicht mehr sendet, dann weiß man es gar nicht mehr, weil das halt an Bord auch verglüht worden ist. Es ist also noch eine zusätzliche Möglichkeit, auch wenn man das halt nicht bis zum Bodenaufschlag halt sehen kann, wo es hingefallen ist, weil aktiv senden mit Radar und Mikrowellen und sowas, das dürfen wir definitiv nicht. Aber wir können ja, wenn angenommen der Fall jetzt, sollte irgendwie, das ist ein gutes Beispiel, der jetzt einfach nach dem letzten Ground Station Overpass ist, der halt einfach stille gewesen und hat nicht mehr geantwortet. Und sozusagen jetzt, wenn du jetzt den, der fliegt ja noch 120 Jahre weiter in seinem Orbit, aber wenn du den jetzt tracken willst, dann geht das nur aktiv. Also die Frage war, was passiert, wenn ein Satellit jetzt nicht mehr sendet, auch wenn er jetzt im Orbit bleibt oder auch nicht. Bei Envisat ist halt auch nicht so unbedingt unsere Zielgruppe zu sehen, weil der ist sowieso schon so riesig gewesen als Bus im Weltraum. Da ist die, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ESA war, die haben halt massiv Geld. Also wenn die sich das nicht leisten können, aktiv zu tracken, dann brauchen die uns definitiv auch nicht. Also, das war ja auch nur jetzt ein Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Universität macht einen Satellit, so Satellit gammelt ab im All und ist stille. Ja, und das sagte ich ja, da weißt du wenigstens die letzte Position, wo er gewesen ist, um dann eine Analyse zu machen. So, die letzte Koordinate habe ich innerhalb von 3 Stunden später bekommen, dort war, jetzt kann ich meine Verteilungsfunktion anschmeißen, jetzt ist er im Pazifik runtergegangen. Aber wenn der Satellit sowieso weg ist, dann braucht man auch die Nutzdaten nicht mehr wirklich. Es ist eh interessant, aber direkt nach dem Einschuss oder auch während des Laufzeitbetriebs. Ich wollte, verstehe ich auch nicht, das ist eine reine Verständnisfrage, weil nach dem Einschuss ist der Satellit ja auch still. Ja, und dann powert er sich hoch, irgendwann fängt er an zu biepen, dann nimmt NORAD oder wie auch immer die Messdaten auf und braucht dann wieder 2 Wochen. NORAD ist ja auch aktiv. NORAD ist ja auch aktiv. Ja, aber er braucht halt die Daten nicht so schnell. Also die kriegen wir einfach nicht so schnell. Wenn ich dir halt innerhalb von 2 Tagen die Daten gebe, auch wenn sie nicht bei uns so genau sind, aber du hast sie, ist es besser als 5 Tage länger zu warten und auf NORAD hochgenau zu kriegen. Du kannst schon mal die ersten Sachen damit machen. Darum geht es eigentlich. Ja, der Betreiber von den Satelliten braucht die innerhalb von 3 Minuten. Die kriegt er aber nicht nach 3 Minuten, nicht mal von Norbert. Die haben halt ihren, weiß ich nicht, 2 Wochen. Ja, das ist klar, aber von euch auch nicht, oder? Nicht nach 3 Minuten, aber halt nach 3 Stunden vielleicht. Und es ist immer noch besser, als 10 Tage zu warten. So. Und dann noch ein kleiner sozusagen Denkanschub, oder eine, weil ihr gesagt habt, ihr wollt euren verteilten Sensoren Messdaten sozusagen aufnehmen, irgendwelche Erdbeben oder whatever. Habt ihr mal an ein System gedacht, was ähnlich ist wie EGNOS, also dieses das ist ein verteiltes System auch von der Europäischen Union,
in dem praktisch auch Bodenstationen das GPS-Signal messen, was ja genau was ihr auch macht, das GPS-Signal messen und aus bekannter Position sozusagen rückrechnen können dann auf die Ionosphären-Einflüsse in dem GPS-Laufweg. Und der wird dann wieder an einen Zentralserver gesendet, wo das wieder hoch auf Satelliten gesendet wird, der dann Korrekturdaten runtersendet. Sowas wäre ja zum Beispiel auch eine sehr schöne Anwendung für so ein Netzwerk, wenn man das halt irgendwie jetzt, also, weil die haben ja nicht so viele Messstationen, die haben vielleicht 10 oder 15 oder 20 Euro, schätze ich mal. Wenn man da jetzt irgendwie einige tausend auf der ganzen Welt hätte, dann könnte man praktisch einen ähnlichen Service, wie es ECNOS halt bietet, auch praktisch auf einer Open Data oder Ebene anbieten für alle. Also die Frage war, ob wir mit unseren Bodenstationen dann auch das reine GPS-Signal nochmal messen und validieren, ob da halt sich was verändert hat, um dann Rückschlüsse auf die Atmosphäre und Ionosphäre zu geben. Dazu kann ich gleich sagen, ich habe ein nettes Buch von Dr. Feuerle zu Hause, der gerade sowas vorgeschlagen hat, mit Low-Cost-GPS-Geräten das zu machen. Das war seine Doktorarbeit und das liegt auf meinem Schreibtisch, also das ist schon eingeplant. Aber da ich dafür bekannt bin, sehr gerne Präsentationen zu überziehen, habe ich das jetzt nicht eingebaut. Aber es ist schon berücksichtigt, ja. Wenn die Stationen so verteilt sind, jeder kann sich anschließen. Was passiert, wenn Leute einfach sagen, und jetzt schicke ich einfach Mülldaten rein? Ist das irgendwie berücksichtigt? Die Frage war, was passiert, wenn jeder an dem Teil mitspielen kann und uns dann anstatt den Nutzdaten Mülldaten ins System schickt? Würde ich jetzt ad hoc so beantworten, dass wir das unter in den Ordner abheften, Probleme, die wir lösen, wenn sie auftreten. Mhm. Es haben auch Leute gefragt, die Satelliten, die ihr nicht ins Weltall schießt, aber das funktioniert doch gar nicht, weil die werden ja abgeschossen. Und dann habe ich auch gemeint, also ja, man findet überall ein Problem, aber man muss es mal ausprobiert haben und wenn dann ein Problem auftaucht, dann kann man sich überlegen, wie kann ich das denn lösen. Also man kann einige Probleme schon im Voraus lösen, aber wir haben jetzt nicht an jede Eventualität gedacht. Wir haben einfach mal angefangen zu prototypen und dass wir mal was vorzuzeigen haben und dass es auch eine Idee gibt, ob es überhaupt technisch sinnvoll ist und möglich. Und wenn man es dann noch weiter absichern muss, dann wird es halt noch weiter abgesichert. Also die Problembehebung ist quasi schon bei mir berücksichtigt worden, weil was ich kurz angesprochen habe, war dieses Filtering, wenn ich jetzt mehrere Bodenstationen habe, als ich brauche, wenn ich jetzt 3D rechne, brauche ich mindestens 4, alles weitere erhöht die Genauigkeit, aber wenn ich jetzt mehrere habe, kann ich auch sagen, ich mache jetzt alle möglichen Lösungen und wenn davon einer ausreißt, den filtere ich gleich raus, also dann darf ich natürlich nicht unter die 4 Bodenstationen kommen, aber wenn ich jetzt 10 habe und davon ist einer nicht da, okay, dann ist meine Genauigkeit auch wieder um 0, irgendwas Zentimeter geringer. Aber wenn jetzt wirklich da jemand Blödsinn mitmachen möchte, es ist schon mit drin. Und außerdem, wenn wir halt die Bodenstation in einem längeren Zeitraum platzieren, die misst sich ja ein, wenn die mal wegkommt, die wird weggestellt oder was auch immer damit passiert, ein Vogel klaut sie, stellt sie woanders hin oder die ist auf dem Schiff, das sieht man ja. Wenn man halt dann nachher sieht, okay, da ist das gerade mit Bewegungen, dann lassen wir die halt in der Analyse raus. Also ein paar Sachen sind halt schon mit Software möglich. Und alles Weitere, da vertraue ich eigentlich auf die Community, dass es halt nicht tut. Und wenn, sind halt schon Schutzmechanismen halt auf diese Art und Weise drin. Es werden auch welche gemacht. Und bei Boeing werden auch Validierungsmöglichkeiten geboten. Das ganze Distributed Net Projekt, die haben sich auch schon mal ausgiebig mit dem Thema manipulierte Daten beschäftigt. Und also da gibt es auch Mechanismen. In dem Moment, wo du ausreichend viele hast, also wenn du ein paar wenige Teilnehmer hast, die kennst du, ob die mitspielen oder nicht, oder... Da kann es davon ausgehen, dass da kennt man sich einfach persönlich. Und wenn es mal richtig viele werden, wenn es eine anonyme Menge wird, dann zum einen, du kriegst sind die Pakete klar, Arbeitspakete klein genug, dass du es mit als statistischer Ausreiter identifizieren kannst. Außerdem kannst du dann so Spaßzettel machen, die Arbeitspakete mehrfach vergeben und gucken, ob die konsistente Ergebnisse liefern und solche Sachen. Also die Frage war einfach, mehrere Möglichkeiten anbieten und halt Auswertung machen. Bei den Sensoren ist es halt ein bisschen problematisch, weil niemand hat auf derselben Stelle halt 2 Sensoren, dass man sagen kann, wenn die nicht stimmt, nehme ich den, das macht wahrscheinlich keiner oder wenige. Aber halt bei den Berechnungen auf jeden Fall, da bietet halt Boeing mehrere Möglichkeiten, auch mit einem Quorum. Ich brauche mindestens 3 Ergebnisse von derselben Berechnung. Wenn 2 übereinstimmen, dann weiß ich, der dritte, den brauche ich schon gar nicht mehr so ungefähr. Wenn jetzt aber von 3 2 falsch sind, dann muss ich halt nochmal woanders hinschicken. Also es gibt schon was, ein Distributed Net ist eh ein gutes Beispiel. Die haben schon teilweise vor Boeing angefangen, solche Sachen zu machen. Und die benutzen auch für einige von den Berechnern auch ein anderes Boeing-Projekt, was bei Rechenkraft.net dabei ist.
Also die Leute und das Wissen ist halt da, wir müssen es halt nur noch zusammenfinden und dann halt was zusammen auf die Beine stellen. Ich hätte noch eine Hardware-Loop-Frage. Und zwar, du sagtest, man kann dann in dieses in eure Ground Stations sozusagen Arduinos noch mit reinstecken, um seine eigenen beliebigen Dinge noch mit dieser supergenauen Zeit zu machen. Der Arduino ist ja jetzt, ich sag mal, nicht der allerschnellste von der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Was macht man sich von der doch recht genauen Zeit, was macht man sich da kaputt, wenn man da jetzt einen vergleichsweise trägen Rechner ranhängt, um da irgendwelche Dinge mitzumachen? Die Frage war, wenn man jetzt einen Arduino dran steckt, der ja nicht sonderlich starkbrüstig ist, was die Rechenzeit anbelangt, was macht man sich von der hochgenauen Zeit kaputt? Kommt auf das Design an. Also wir haben das extra so ausgelegt, dass es sehr einfach ist, auch langsame Mikrowellen anzuschließen. Und zwar haben wir das so gelöst, dass die Timing-Information, die ja die kontinuierlich über den Bus kommt, auf dem Modul mitgezählt werden kann, mit der Taktrate, wie die Zeit in hoher Auflösung erzeugt wird. Und effektiv schiebt man das einfach in ein langes Schieberegister rein, die Zeit, und hat ein Zählregister, was die Sekundenbruchteile misst. Und in dem Moment, wo man jetzt halt eine Messung durchführen will, wenn die jetzt von extern schon mit einem Interrupt ankommt und sagt, da kommt was, dann wird, während die Messung in den Mikrocontroller geht, kann man schon die aktuelle Zeit irgendwie sich zwischenspeichern in Hardware, in ein Latch reinschreiben und es dann ganz gemütlich mit dem Mikrocontroller auslesen, sobald man Zeit hat. Und dadurch kriegt man dann schon ein sehr gutes Zeitverhalten. Noch weitere Fragen? Es scheint nicht. Dann danke ich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn noch weitere Fragen sind, kurze E-Mail oder mal im Check vorbeikommen. Wir sind eigentlich fast jeden Samstag, Sonntag am Rumwerkeln. Und ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ja, ich kann auch noch ankündigen, diesen Samstag, ich glaube 19 Uhr, sind bei uns im Check in Wangen die Thunder Talks mal wieder, das heißt kleine Projektvorstellungen, unter anderem auch noch mal ein bisschen mehr auf die Hardware eingegangen von HGG, ganz kurz, sind Vorträge so im 5 bis maximal 15 Minuten Raster, also Lightning Talks, und man kriegt einen sehr breiten Überblick darüber, was denn gerade so im Check und um den Check rum an kleinen Projekten unterwegs ist. Sind auch recht gut besucht und wer sich dafür interessiert, kann gern vorbeikommen, Eintritt frei. Ja, dann also ganz herzlichen Dank an euch. Hat mich echt gefreut, dass es toll geklappt hat. Und also ich hoffe auch, dass der Check auch in Zukunft kleinere und größere Projekte hier mit uns bei uns präsentieren kann.